Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf die 29. Folge von Nachschlag. Heute geht es um MedienhetzerInnen und um die Ukraine. Also zuerst ein Thema mit Gendern und dann, ja, Krieg. Also bin ich mal sehr gespannt, was Kevan und Dieter uns heute präsentieren. Paul Brandenburg ist in der Folge nicht dabei, der wird dann in der nächsten wohl wieder dabei sein. Also heute mal eine längere Folge tatsächlich, aber trotzdem nur zwei Themen. Du hast mich gerade im Vorgespräch darauf angesprochen, Ulrike Gero hat vor Gericht verloren und sie darf jetzt des Plagiats bezeichnet werden und das wird auch als Grundlage genommen, warum man ihr die Professorenstelle aberkannt hat. Ich kann es nicht glauben, aber fass doch mal zusammen. Also Ulrike hat ja vorgeworfen bekommen von ihrer Uni und dann wurde auch ihr Berufsverbot ausgesprochen. Sie hätte in irgendeinem Buch Zitate nicht genügend gekennzeichnet, darum sei das ein Plagiat. Das ist an Hahn herbeigezogen. Weder ist das ein Buch, was irgendetwas mit ihrer Professur noch mit ihrer Doktorarbeit noch mit einer anderen wissenschaftlichen Qualifikation zu tun hat, sondern es ist einfach nur irgendeines von vielen Büchern, die sie geschrieben hat, wo irgendein Zitat nicht korrekt gekennzeichnet sein soll. Das kann jedem passieren. Das ist mir bestimmt schon bei jedem meiner Bücher 10-mal passiert. Geht es ja darum, diese Frau... Gott, wenn ich jetzt eine akademische Karriere machen will, muss ich dann Angst haben, dass irgendwer meine YouTube-Videos durchschaut und da schaut, ob ich auch jede Information versehen habe. Ansonsten ist das nicht gekennzeichnet Plagiat und ich werde entlassen. Also Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist die neue Bundesrepublik. Also wenn ihr auf der falschen Seite steht, dann wird alles von euch durchsucht, ob man da irgendwas finden kann, was man gegen euch verwenden kann. Also das zeigt uns eigentlich nur der Fall Ulrike Gero. Ihr habt gerade schon gehört, das war ein Buch, was für die breite Öffentlichkeit war, was einem Wissenschaftsverlag oder sonst wo erschienen ist, was sowieso keine wissenschaftlichen Standards erfüllen musste, sondern, wie gesagt, was einfach für die breite Öffentlichkeit war, wo sie ihre Sicht auf die Dinge gezeigt hat. Und da wird mittlerweile schon nach Plagiaten gesucht. Also es ist wirklich gruselig. Dahingehend zu demontieren, weil sie natürlich immer auch differenziert versucht darzustellen. Da geht es ja eigentlich auch wie anderen Menschen, die lange Zeit im Mainstream waren. Krone Schmalz, sage ich mal, da geht es ja auch darum, wenn die ein Buch schreibt, wo man sagt, auch Russland verstehen, ist sie sofort auf der falschen Seite. Ja, das heißt, irgendjemand, der NATO-Politik nicht nur hinterfragt, sondern auch sagt, wir können das nicht gewinnen, weil auf der anderen Seite stehen die BRICS-Staaten mit mehr als 2,5 Milliarden. Es hat gar keinen Wert. Der soll als völliger Fantast und Irrer dargestellt werden. Das geht bei Ulrike Gero überhaupt nicht, weil die gehört zu den klügsten Frauen in diesem Land. Also sagt man, naja, aber es ist eigentlich eine Betrügerin. Das soll übrig bleiben. Ja, also Betrügerin ist natürlich, das soweit würden sie selbst diese wirklich manipulativen Richter da in Köln nicht gehen. Aber nur, ich will das mal sagen, jetzt in dem, sagte jeder, die gewinnt den Prozess, der kann gar nicht verloren gehen, weil das Berufsverbot ist wegen was ganz anderem, du hast es ja völlig richtig gekennzeichnet, ausgesprochen worden. Und jetzt sagt der Richter, schlau, hihi, und das erinnert dann natürlich auch an gewisse Schleue, bei dem Prozess gegen Höcke, den ich nicht mag, aber wo man jetzt auch sagen muss, auch wenn er ein Rechtsextremer sein sollte oder ist, gilt für ihn Menschenrecht und Recht vor Gericht. Dasselbe gilt für Grades, also diesen AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, und dasselbe gilt auch für Bistron. Das muss man einfach sagen, hier wird Recht verbogen, weil es sich in den großen Wind der Herrschenden eben einpasst. Hier wird eben gesagt, das ist eine nicht genügend gekennzeichnete Quelle in einem ihrer Bücher gewesen. Und genau deswegen, sagt der Richter, sei sie ja eingestellt worden als Professorin. Wegen diesem einen Buch. Dieses eine Buch war maßgebend, dass sie ihre Professur bekommen hat. Und weil das nun falsch gekennzeichnet ist, hat die Uni recht. Das wird in der zweiten Instanz möglicherweise auf den Prüfstand kommen. Nur das heißt also, Kevan, wenn du jetzt irgendeinen Facebook-Eintrag machst, der möglicherweise statt, was weiß ich, 33.000 ermordeter Palästinenser nur 30.000 schreibt, dann ist das ja eine faktisch falsche Darstellung, weil es sind ja 3.000 mehr. Und deswegen würdest du jetzt, sagen wir mal, irgendwo einen Vertrag bekommen. Völlig illusorisch, keiner gibt dir deswegen einen Vertrag. Aber wenn du einen Vertrag bekommst und der Vertrag ist gültig, der Vertrag hat auch finanzielle Vorteile für dich, dann kann man dir anschließend den Vertrag kündigen, weil man sagt, genau wegen diesem Facebook-Eintrag, darauf muss man kommen, hast du den Vertrag überhaupt bekommen. Und wenn der nur 30.000 ermordete Palästinenser durch die Metzeleien im Gaza kennzeichnen und nicht
eben 1.000 oder 2.000 mehr, dann kann der Vertrag gekündigt werden. Also so sind die mittlerweile geworden. Und ich muss wirklich sagen, es ist von Chinesen Geld zu bekommen, zum Beispiel heute noch keine Straftat. Es ist von Russen Geld zu bekommen, heute noch keine Straftat. Wenn du denen Waffen lieferst, mag das mit dem neuen Gesetz kollidieren. Aber es so hinzustellen, als sei hier sozusagen ein neuer Fall Guillaume, wie bei Willy Brandt, wir erinnern uns, und deswegen müsse die AfD eigentlich von der Europakandidatenliste gestrichen werden, da erwarte ich mir auch von links Widerspruch, weil eins ist sicher, die üben jetzt etwas an Krah, Höcke, Bistrom. Ja, also ich habe das auch immer kritisiert. Da kann ich Dieter Dehm nur zu 100% zustimmen. Also wie gesagt, dieser Kandidat, der da spioniert haben soll, der war jahrelang Informant des Verfassungsschutzes. Der wurde vom BND abgelehnt, weil er als unzuverlässig galt. Man ihn verdächtigte, Doppelagent zu sein. Und jetzt, 1,5 Monate vor der EU-Wahl, fällt einem auf, vielleicht ist er doch ein Spion, verhaften wir den mal. Bestimmt nichts damit zu tun, dass man Krah hier schlechte Presse kurz vor der Wahl bescheren will. Also ist eine ziemlich offensichtliche Diffamierungsaktion des Verfassungsschutzes. Und ja, wir sehen schon, auf welchem Level der deutsche Staat hier vorgeht. Also welche Art der Eskalation er bereit ist, gegen eine Oppositionspartei vorzunehmen. Und auf sowas sollte sich auch das BSW vorbereiten. Das sollten wir uns klar machen. Also sowas wird der deutsche Staat nicht nur gegen die AfD anwenden, wenn sie zu gefährlich wird, sondern das wird man auch gegen das BSW wenden, sollten wir beispielsweise besser in den Umfragen dastehen. Die mögen alle unappetitlich sein. Ein, was sie später gegen das Bündnis Sahra Wagenknecht genauso verwenden werden. Und das soll sich niemand zu sicher fühlen mit dem schlauen Aspekt. Wir sitzen hier und wir warten jetzt drauf, ob bei der Europawahl dann ein paar Leute sagen, dann wählen wir eben lieber BSW oder wählen lieber Hans-Georg Maaßen mit seiner Werteunion als die AfD, weil die ja im Moment gerade so im Feuer sind. Das sind taktische Erwägungen, die sind bauernschlau, rächen sich aber in Mittelfrist. Ich will da kurz was zu sagen. Ich kann gar keine Facebook-Einträge machen, weil als ich noch bei KenFM war, da hatten wir einen sehr erfolgreichen Facebook-Kanal. Wir hatten, glaube ich, 250.000 User. Und da habe ich damals schon gesagt, ich höre jetzt auf damit, weil ich ja weiß, dass die Chefetage bei Facebook, dass die ja auch aus Langley kommt. Das ist der Revolving Door. Und ja, da muss ja nicht gleich alles das hier mitlesen. Also das kann bei mir nicht funktionieren. Aber du hast vollkommen recht. Ulrike Gero ist eine sehr, sehr schlaue Frau. Und wenn man sie halt loswerden will, weil wenn sie spricht, überzeugt das wirklich auch Leute, die auf der anderen Seite stehen, sagt, da hat sie eigentlich recht. Da muss man irgendwas sagen, ja, aber unsauber. Und dass das hängen bleibt nach dem Motto, ja, die, das ist eben so, genau wie damals bei Wolf. Man muss irgendeine Art von Dreck, bis man stimmt, irgendwas ist mit dem. Da muss ich schneller sein. Ich habe Kelvin hier aus Versehen jetzt auf 1,25. Das geht gar nicht. Das wollte ich eigentlich nur bei Dieter Dehm machen, denn da gibt es ja doch einen starken Unterschied, wie schnell die beiden reden. Auch gestern hat Kelvin ist irgendwie langsamer geworden und Dieter Dehm ist schneller geworden. Das war früher noch viel extremer als die Sendung, bei den ersten Folgen der Sendung. Ich füge nochmal ein, nur dass die Leute, dass die unsere Zuschauer das wissen, Wulff, da meinst du den früheren Bundespräsidenten, genau. Christian Wulff, der unser, also mein politischer Gegner war, dem ich beigestanden habe, als er angegriffen worden ist, dem man ein Bobbycar angelastet hat, weil er bekommen hätte und sich damit hätte korrumpieren lassen für einen Filmdeal, für eine Filmförderung. Also das sind alles die Dinge, wenn jemand unliebsam in bestimmten Fragen ist, Wulff hat es sich auch unliebsam gemacht, als er sagte, der Islam gehört zu Deutschland und als er sagte, dass die Banken zu viel Macht haben. Und dann wird eben alles an den Haaren herbeigezogen. Und solange ein Teil der organisierten Öffentlichkeit schweigt dazu, wird das immer weiter vormarschieren. Das stimmt, aber wir können auch sehen, eigentlich kann man etwas daran ablesen, je lächerlicher der Vorwurf wird, um jemanden loszuwerden, also jedenfalls in dem öffentlich-restlichen Raum, muss man ihn ja nennen, weil wir guckten das noch, desto schwächer ist eigentlich das System, desto töner sind die Füße. Ich möchte auf einen Ausspruch kommen, vielleicht hast du ihn auch mitbekommen. Ich weiß, dass westliche Medien Putin zum neuen Hitler aufbauen wollen, aber man muss erkennen, dass es eine jahrzehntelange Fehlentwicklung im Vorfeld des Krieges gegeben hat. Würdest du das auch so sehen? Nein, natürlich nicht. Wer irgendwo noch was mit Willy Brandt zu tun hat, der hat ja haushoch 72 die Bundestagswahl gewonnen, wurde dann auch demontiert, der weiß, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen und Putin ist eben auch geprägt in seinem Leben von dem Erlebnis seines Vaters mit seiner halbtoten Mutter in Leningrad bei der Besatzung, wo die deutsche
Wehrmacht eine Million Menschen auf dem Gewissen hat, was nicht einmal heute gemeinsam mit Russen begangen wird, was nicht mal erinnert werden soll, was ausgelöscht werden soll. Und so möchte man auch, so wie man Saddam Hussein und Milosevic und andere zu neuen Hitler umtituliert hat, jetzt auch Putin umtitulieren. Das sind immer die Griffe in die Trickkiste. Wie gesagt, der Ausspruch war, ich weiß, dass westliche Medien Putin zum neuen Hitler aufbauen wollen, aber man muss erkennen, dass es eine jahrzehntelange Fehlentwicklung im Vorfeld des Krieges gegeben hat. Das würde ich genauso unterschreiben. Und wer hat das gesagt? Das hat Björn Höcke gesagt. So, das heißt, das stimmt, was Björn Höcke da sagt. Seine Analyse ist richtig. Und ich habe ihn neulich erlebt, die Welt hat hier einen Talk gemacht, weil ARD und ZDF sich ja nicht trauen. Das ist im Grunde auch ein Verweigern von demokratischem Diskurs. Ja, man muss ja die Gegenseite nicht mögen, aber man muss sie zu Wort kommen lassen, damit die anderen sich ein Bild davon machen können, was der Phase ist. Und das hat also die Welt gemacht. Und das fand ich, dass er relativ schwach aussah gegen den CDU-Kandidat Vogt. Ich finde, dass Höcke im Direkt... Fand ich gar nicht. Also ich fand, das wird jetzt bestimmt auch wieder aus dem Kontext gerissen, wie ich einige Leute kenne, dass Vogt so katastrophal aussah, dass es wirklich sehr schwer sah, gegen den schwach auszusehen. Also Vogt hat wirklich keinen einzigen Fuß auf den Boden bekommen. Ich meine, ich habe ja damals auf den Talk reagiert. Das war eine komplette Zerstörung der CDU. Also für jeden, der da unvoreingenommen draufgeschaut hat. Ein Boxkampf, werde ich das mal nennen, dass er da nicht so richtig gut aussieht, weil der Mann braucht mehr Vorlaufzeit und besprechen. Aber es gibt ein sehr viel besseres Interview. Vielleicht kann man auch sagen, es war ein wenig gefälliger, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber um sich ein vollständiges Bild zu machen, würde ich dazu raten, das Interview zu sehen, was er mit Köppel geführt hat, also Weltwoche. Und da erlebt man einen etwas anderen Höcke und versteht auch sein Weltbild. Der Mann ist stark auch, was die Literatur angeht, aus dem 19. Jahrhundert geprägt und sieht Deutschland immer auch aus einer Position, wie sie Deutsche gesehen haben, als Napoleon hier noch Besatzer war. Ja. Sich damit mal beschäftigen, finde ich interessant, um diesen Mann zu verstehen. Also, Dieter, es geht mir nicht darum, es müssen wir entweder mal verstehen, auch mit Putin verstehe. Unser Beruf als Journalist besteht darin, der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, verstanden zu werden, damit auf Missverständnissen keine irgendwas aufbauen. Natürlich. Das heißt, solange ich das akustisch verstanden habe, das sehe ich ganz genau so. Ja. Wenn ich immer gar nicht zuhöre, dann ist es eben so, habe ich offensichtlich keine Argumente und deswegen sich damit mal beschäftigen. Und da gibt es doch genügend Punkte, warum man sagt, das sehe ich anders. Aber weil du von Sarah Wagenknecht gesprochen hast, es gibt eine Gemeinsamkeit, warum ich die AfD auch ein bisschen kritisch sehe, obwohl da sehr viele kluge Köpfe sind. Also neulich zum Beispiel war bei Servus TV war eine wirklich brillante Spitzenkandidatin der AfD, nennen wir doch mal ihren Namen. Ich habe ihren Namen jetzt gerade vergessen. Alice Weidel, genau, die dort über Ökonomie spricht und dort auf grüne Spitzenvertreter in Österreich trifft, wo man gemerkt hat, die haben so gar keine Ahnung. Was mich ein bisschen insofern auch immer wieder wundert, es gibt ja eine weitere Ökonomin, die du ja sehr gerne magst, nämlich Sarah Wagenknecht. Ich finde es eigentlich gut, wenn sich da zwei Ökonomen mal über die Zukunft Deutschlands unterhalten würden, aber dieses... Bevor wir zu Kelvans Kritik kommen, da gab es ja schon bei Nius die Forderung, dass es ein Duell zwischen Weidel und Wagenknecht geben sollte. Das würde ich auch feiern. Da würden wir hier auch ganz lange drauf reagieren. Das wäre bestimmt nicht nur unterhaltsam. Weidel kommt ja eher aus einer neoliberalen Richtung. Sarah Wagenknecht ursprünglich aus einer marxistischen. Dann mittlerweile ist das Programm ja relativ keynesianisch gehalten vom BSW. Also das wäre sicherlich interessant, da mal, beziehungsweise Sarah Wagenknecht begeistert sich auch für einige Punkte des Ordoliberalismus. Also da wäre eine Debatte zwischen den beiden sicherlich sehr, sehr interessant, vor allem über wirtschaftliche Angelegenheiten. Kategorische Ablehnen, also jedenfalls von der BSW darüber, das sehe ich eben auch ein bisschen merkwürdig. Aber beide haben etwas gemeinsam. Im Programm von Sarah Wagenknecht finde ich nicht im Wahlprogramm finde ich nicht ein einziges Mal das Wort NATO. Das befremdet mich schon. Also gar keine Haltung. Da frage ich mich, was ist das? Und das macht viele sagen da, solange das so eindeutig uneindeutig ist, warte ich ab. Und dann finde ich auch kein einziges Mal das Wort USA. Und das ist für mich zu wenig. Also wenn man so stark Kapitalismuskritik übt, wie sie das macht, dann sollte man mal Butter bei die Fische machen. Weil dann habt ihr das vergessen oder dürft ihr das nicht sagen? Aber Kemal, ich wollte jetzt allmählich... Ich bin noch nicht fertig. Die andere Geschichte, dann können wir gleich loslegen. Die andere Geschichte... auch bei der AfD sehe ich eben, dass man zur NATO steht. Die Frage ist, wie weit deutsche Soldaten an deutschen Grenzen... Ja, also das wundert mich doch jetzt wirklich sehr, sollte das stimmen. Für ein neues Verständnis in der Außenpolitik. Warte.
Ah, hier hat man anstatt NATO das Wort Militärallianz und anstatt USA das Wort Führungsmacht. Gott. Also jetzt stört man sich hier an so den Worten, die verwendet wurden. Also ernsthaft, dass mit Militärallianz die NATO gemeint ist und mit Führungsmacht die USA, das ist doch wohl klar. Mehr als 1 Million ist sogar ein bisschen niedrig gegriffen. Wenn man die Übersterblichkeit nimmt, kommt man sogar 4 bis 6 Millionen Tote. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also das war noch relativ konservativ gerechnet, die Studie, die ich da gesehen habe. Aber ja, wirklich. Also Caverns Kritik ist, dass das BSW nicht USA, sondern Führungsmacht schreibt und nicht NATO, sondern Militärallianz. Also komm mal, das ist doch jetzt wirklich semantische, also das und USA kommt drin vor. Also hier unten ist USA. Das hier hatte ich gerade noch nicht gelesen. Also doch, also es steht zumindest im Vereinsprogramm hier drin. Wir könnten jetzt noch mal ins Europawahlprogramm gucken, also was ja wie gesagt für die Europawahlen ist. Aber ich glaube, das geht zu weit. Also wir wollen ja hier nicht zu lang neben der Reaktion was schauen. Also im Programm, also im Vereinsprogramm steht es auf jeden Fall drin. Also Europawahlprogramm, das ist wesentlich länger. Kann sein, dass da weniger über Außenpolitik tatsächlich steht, weil es da um die gesamte Europäische Union geht. Fände ich seltsam, wenn das gar nicht drin wäre. Aber wie gesagt, im Vereinsprogramm steht es drin. Also hier ist Caverns schon mal widerlegt. Also das, ja. Grenzen super und man ist eben auch vollkommen solidarisch und hat Staatsräson mit Israel, egal was die machen. Das wird von beiden Parteien für mich auch vollkommen undifferenziert gesehen, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, dass man sagt, wir haben eine geschichtliche Verpflichtung, aber das bedeutet nicht, dass wenn ein Land Genozid macht, dass wir sagen, naja, wir können nichts dazu sagen, weil wir haben ja auch schon mal. Das geht eben gar nicht. Da sollte man sagen, wenn die Menschenrechte universell sind, da zitiere ich mal Varoufakis, dann sind sie universell für alle und jeden und auch für die Palästinenser. Und jetzt habe ich fertig. Gut, dann komme ich jetzt zu meiner... Also, das BSW, also Sarah Wagenknecht, ihr letztes Pressestatement, schaut euch das einfach an. Schaut euch das letzte Pressestatement von Sarah Wagenknecht an, da hat sie sich sehr klar zum geäußert, da hat sie sehr klar einen Waffenstillstand gefordert, den das BSW schon seit Monaten fordert. Also auch hier ist das BSW völlig klar. Und Michael Lüders, der steht auf Platz 9 der BSW-Europawahlliste. Also wenn das BSW 9% bekommt, dann kommt Michael Lüders ins Europaparlament. Schaut euch seine Videos an. Also wenn man sich nicht klar zum Nahostkonflikt positionieren würde, dann würde man doch nicht jemanden wie Michael Lüders dazu holen. Also ich meine, ich verstehe ja, dass Caverns das BSW kritisch sieht. Kann natürlich sein, also Parteien sind ja des Häufigeren schon komplett korrumpiert worden. Das ist natürlich auch beim BSW möglich. Ich bin da jetzt auch kein blinder Fanboy, der alles gut findet, was Sarah Wagenknecht sagt. Ich hatte sie ja in der Reaktion, die wir vor dieser Reaktion hier gemacht hatten, durchaus in einigen Punkten kritisiert, wo sie sich ein bisschen zu pauschal ausgedrückt hat. Aber schaut euch doch mal die Videos von Michael Lüders an. Also wie gesagt, der wurde wegen seiner Expertise in genau dieser Weltregion, im Nahen Osten, der wurde genau deswegen, weil er sich damit so gut auskennt, weil er da so gut aufgeklärt hat, weil er wirklich ein fähiger Mann ist, auf die BSW-Europawahlliste gesetzt. Und ja, es gäbe, und wie gesagt, schaut euch das letzte Pressestatement von Sarah Wagenknecht an. Auch das BSW äußert sich vollkommen klar zum Nahostkonflikt. Und Sibim Dadelen, die hat sich auch mit der Klage Nicaraguas gegen Deutschland genauer befasst. Also es ist jetzt nicht so, dass die BSW-Vertreter so gar nichts zu sagen würden oder komplett hinter der Staatsräson stehen würden. Ganz im Gegenteil. Also es stimmt so einfach nicht. Schlagzeile und Caverns, du gestattest doch eine Vorbemerkung, weshalb ich ja damals der Erste war, der eine Strafanzeige gegen Höcke gestellt hat, als er vom Mahnmal der Schande über das Auschwitz-Denkmal gesprochen hat, wobei ich dieses Denkmal in Berlin, dieses Stehlen, überhaupt nicht angemessen und schön finde. Aber er hält sich immer da so im ambivalenten Bereich. Und das ist das Problem, wenn er sagt, es hat eine Vorgeschichte gegeben. Nun könntest du das so interpretieren, wie du das jetzt gerade gemacht hast? Ja, also geht über den ambivalenten Bereich hinaus. Wir werden Volksteile verlieren. Oder es gerede von einem afrikanischen Ausbreitungstypus und eines europäischen Platzhaltertypus. Also das ist schon ein rassistisches Sprachbild. Also was, wie gesagt, also Höcke geht über diesen ambivalenten Bereich schon hinaus. Das sind Äußerungen, die sind definitiv radikal.
Das sollte man auch so kritisieren. Na, darauf will Dieter Dehm jetzt wahrscheinlich, es sollte nicht so häufig unterbrechen, sonst dauert die Reaction wahrscheinlich ewig. Du könntest es aber auch so interpretieren, wie das Olaf Scholz interpretiert, indem er oder auch Pistorius interpretiert und sagt, wir müssen von der Zeit von Willy Brandt als der Vorgeschichte loskommen und wegkommen von der Friedenspolitik gegenüber Russland, die Willy Brandt geprägt hat. Das hat auch eine Vorgeschichte. Das kann man dann auch so sehen. Also er hält sich manchmal so im ambivalenten Bereich, das für die und ihre Gegner genauso deutbar. Und so war das auch mit dem Mahnmal der Schande. Da hat er später gesagt, ja, er wollte einfach nur sagen, dass das ein Mahnmal ist, was eben schändlich sei in der äußeren Gestaltung oder so. Aber das konnte man eben auch von Seiten der alten Nazis missverstehen. Man darf sich an Auschwitz und diese schrecklichen industriellen Ermordungen nicht in der Weise erinnern. Deswegen ist es wichtig, dass man in diese Ambivalenz auch hineinschaut. Ich komme deswegen jetzt zu meiner Schlagzeile, dass sich die Medienmetzler in Sachen Hallerforden gerade selbst ins Knie ficken. Und das ist eine harte Formulierung. Man hätte auch sagen können, in den Fuß schießen. Aber ich habe mich jetzt mal für die etwas drastischere Formulierung entschieden. Also zweimal Krieg heute als Thema. Obwohl, das, wissen wir was? Wir machen heute doch eine dreiteilige Reaktion. Dann wird das hier nämlich der erste Teil und vorne kommen wir dann gleich.